Dann hole ich die mir mal schnell. Jetzt. Der hätte mich fast wieder erwischt. Ach, warte mal, ich habe mein Auge Inners aufgeladen, ne? 78, wie viel habe ich jetzt? 108. Das bringt schon was. Das bringt schon was. So ist das nicht. Hey, ihr da. Oh Mann, wie wird das denn bei den Nostalgic Edition? Ach, ich war jetzt noch gar nicht bei Buster, siehst du? Ich bin mal gespannt. Ein Bademantel. Lass doch aus. Ah, okay. Der greift lieber sofort an. Hauptsache, ich muss erstmal stundenlang stehen bleiben, bis ich mal zu irgendwas komme. Junge. Die und ihre Gangster-Hoodies. Angers Amulett. Achso, ja, Schattenläufer für Buster. So, pass mal auf. Jetzt wird's richtig anstrengend. In die vielen Höhlen haben sie sich niedergelassen, jetzt die Echsenmenschen. War schon krass, dass ich die doch relativ down kriege, aber die mich auch. Einer, okay. Das. Was ist das denn? Wir haben ein Drachenei. Daraus kommen die sofort geschlüpft oder was? Dracheneier hier.
Das ist bestimmt auch noch was, ne? Oh nein. Da ist frei geblieben. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Hey, du. Ich habe hier noch Schattenläuferhörner für deinen Händler. Gut, her damit. Besorge mir mehr. Wer weiß, wie lange der Stadthändler die Dinger noch haben will. Hier hast du deinen Anteil. Es ist aber blöd, dass jetzt hier Erfahrung plus null gegeben hat. Was hältst du von der Sache mit den Drachenjägern? Die Jungs können eine Menge Gold absahnen, wenn sie nicht dabei draufgehen. Ich selber halte mich lieber an Lee. Na gut. Aber da haben wir's. Meinst du, mir geht es besser? In fast, also wie gesagt, in fast jeder Höhle haben sich jetzt die Echsenmenschen breit gemacht. Naja, außer in der da zum Beispiel. Oder? Ne, da ist zum Beispiel nix. Sentenza ist echt so ein Mysterium, wa? Fester. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Es war keine gute Idee von dir, dich mit Silvio einzulassen. Du bist wohl einer von Lees Speichelleckern, was? Da bist du an den Falschen geraten. Mhm. Nichts zu holen. Schön, dass der auf ewig liegen bleibt. Na, wobei. Mal schon, mal wieder nicht. Kord? Eine Kordel bitte? Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich im Umgang mit Einhandwaffen trainieren, aber für Zweihänder bist du noch zu schlecht. Ich verschwende meine Zeit nicht mit Anfängern. Das ist mir scheißegal. Ich will ja einfach nur so. Du bist schon besser geworden. Weiter so. Ach, jetzt kann er mich doch mit zwei Händen lehren. Da bin ich jetzt auch Kämpfer geworden. Warum auch immer. So, jetzt dürfte ich damit auch wieder besser kämpfen können. Und ich bin nur so abgehakt. Scharf. Ich leg mich mal wieder mit denen an. Komm ran. Ja, es geht tatsächlich besser. Hoffnung, dass umso öfter ein Blitz runterfährt. Oh Mann, der ist echt mutig, dass er es überlebt. Hey, du! Wo sind die Wölfe? Habe ich hier keine mehr? Hatte ich die schon geschlachtet?
guck mal, was ich jetzt noch so besiegen kann. Ich brauche hier definitiv ein paar Levelaufstiege, sonst wird das nichts. Ja klar. Ein letzter Paukenschlag. Nichts zu holen. Rapier. Gibt es ja noch weniger zu tun. Oh nein! Habe ich diesen Lederbeutel immer noch nicht mitgenommen gehabt. Na gut. Warte mal. Ich teleportiere mich mal zum Spaß zum Kloster und schauen, ob die nicht noch was Neues haben. Gibt es Neuigkeiten? Da sollte ich wohl eher dich fragen. Hier machen wir uns weiterhin große Sorgen. Der Hohe Rat versucht, den nächsten Schritt des Feindes herauszufinden. Sonst noch was? Ein Bauer berichtete von geschuppten Wesen in der Nähe seines Hofes. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich glaube, der Feind hat irgendetwas vor. Oh ja. Das sind die Echsenmenschen. Warum erfahre ich das jetzt erst? Den kann ich hier mit das allem. Ich früher auch immer gesagt. Lol. Salandril steht immer noch hier. Pyroka, was sagst du? Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Okay. Gute Nachrichten. Die Wegschreine sind wieder gereinigt. Innos Kraft hat den Paladinen geholfen, dieses Problem endlich aus der Welt zu schaffen. Du darfst also deine Spenden wieder ohne Bedenken und Reue an Innos entrichten. So darf ich. Was, wenn ich keinen Bock dazu habe? Genau das habe ich auch gesagt. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Das gibt doch nur noch mehr. Gibt es Neuigkeiten? Nein. Leider nicht. Die Lage ist unvermindert kritisch. So steht es in den Heiligen Schriften. Das will doch keiner wissen. Kann ich ihn jetzt zum Beispiel jetzt fragen? Was macht das Studium? Der Feind hat viele Gesichter. Ja. Welche unter ihnen die größte Bedrohung für das Kloster darstellen, ist verdammt schwierig zu bestimmen. Ach. Zeig mir deine Ware. Skelette. Ja, wobei, nee, das. Nur der Dämon bringt mir halt was. Hier ist nix bei. Okay, man kann ja noch Biff mitnehmen, aber, ne? Ich dachte schon, jetzt hätte er was für mich, weil er sich schon so umdreht. Hier rein? Kann ich dir behilflich sein? Ich hoffe doch. Was ist deine Aufgabe hier?
Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Also, waschechter Lagerist. Ich brauche ein paar Dinge. Na so. Gürtel der magischen Abwehr. Wäre ganz nice. Harnisch-Amulett. Na gut, ich habe Auge des Inner. Feuerregen muss her. Dämon beschwören muss her. Dann brauche ich doch nicht Biff mitnehmen. Haha. Runenstein brauche ich nicht. Halte ein, Söldner. Ich habe mit dir zu reden. Mhm. Was willst du? Es ist eine höchst delikate Situation hier im Kloster. Jeder scheint hier momentan jedem zu misstrauen. Und dann noch dieser Vorfall mit Pedro, das ist äußerst... Ich habe einen Auftrag von höchster Stelle für dich. Du bist kein Mitglied der Gemeinschaft des Feuers und bist deshalb der Einzige hier, der diese Angelegenheit für uns regeln kann. Aber ich muss dich warnen, wenn ich dir diesen Auftrag erteile, hast du ihn auch auszuführen. Du wirst keine Wahl haben, wenn du weißt, worum es geht. Verstanden? Sag, was du willst. Gut, dann höre genau zu, denn ich sage es nur ein einziges Mal. Töte Pedro, lass mich raten. Serpentes will, dass du Pedro für seinen Verrat tötest, wenn er dir in die Hände fällt. Bezahlung erhältst du, sobald der Auftrag erledigt ist. Also das gar nicht. Das habe ich nicht gesagt und du hast auch nichts gehört. Verstanden? Sitzt bitte. Warum habe ich 600 Erfahrung dafür erhalten? Das ist echt. Bloß für das Annehmen der Quest 600 Erfahrung erhalten. Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Da wollte ich doch gar nicht rein. Schaut's mit dir aus, Neoras LP? Hey! Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Aber wie kommen die drauf, dass die... Möge Innos allzeit.
Der hat nichts für mich. Haut mich mal zur Stadt. Meine Meinung will ja keiner hören. Man muss eben aufpassen. Entschuldigung. Ich habe mir das schon gedacht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Lass es mir dann, dass du das hörst. Wieso bist du nicht auf der Drachenjagd? Eigentlich dumme Frage. Das ist nichts für mich, das überlasse ich lieber den anderen. Nee, nee, frische Seeluft, das ist es, was ich jetzt brauche. Und überhaupt, wer überwacht dann für ihn den Hafen? Ja gut, er kann ja jemanden organisieren, aber trotzdem. Da bist du ja wieder. Wie sieht's in der Stadt aus? Bisher gibt es nichts Neues. Schau später mal wieder vorbei. Mhm. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wargen. Zähe Biester sind das. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Hier. Warum leuchtet das hier so rot? Alles klärchen? Könnte besser sein. Hilda ist sowas von abgeschlafft. Du hast ein Ork-Problem. Verdammt nochmal! Hört der Stress denn nie auf? Wenn das so weitergeht, ist mein Hof keine 3 Goldmünzen mehr wert. Hey, du! Gibt's was Neues? Wir werden bald diesen Hof aufgeben und zu euch Söldnern auf Onas Hof ziehen, fürchte ich. Dummerweise hat die Miliz meine Schnapsbrennerei entdeckt. Hoffentlich erwischen sie mich nicht. Hä? Wie wollen die bitte entdeckt haben? Im Wald, ich meine... Reg dich nicht so auf. Hau schon ab. Arsch. So. Schauen wir mal, ob wir diesen Herr werden. Natürlich kommt gleich die ganze Leute. Alter, das schaffe ich doch nicht. Ja.
schon geben. So nicht anders, was? Nichts zu holen. So, pass mal auf. Jetzt hol ich den Rest. Alles frei. Ich habe die Orks von deinem Land beseitigt. Innos sei gedankt. Ich kann dir nicht viel geben. Aber ich hoffe, du erkennst meine Geste der Dankbarkeit an. Ja. Gib Acht auf deinen Hof. Ich werd's versuchen. Die Schafe stehen hier noch alle friedlich da, als wäre nichts. Denen ist das Leid auch völlig einerlei, hä? Das Elend, die... Ex-Menschen sind eigentlich in Höhlen, ne? Scheißegal, was für eine Rüstung ich anziehe, die hau mich doch so oder so weg. Warte mal, wie wär's, wenn ich mal immer abhauen tue, wenn ich einen erledigt habe? Weil die mich mal abhauen lassen, ne? Versteht sich. Los, Schafe, haltet sie auf! Muss es leider immer jetzt so vorgehen. Thank you.
an. Ja, das war's. Hey Leute. Echt ein Kampf teilweise. Tut mir leid, wenn ihr jetzt gerade nicht so viel seht. Eigentlich wollte ich jetzt aufhören mit der Session, aber es gibt noch eine Sache, die ich noch tun wollte. Da sind auch Echsenmenschen, ich dreh durch. Dann werden wir die nächste Folge aus dem Weg räumen. Es gibt noch jemand anderes, den ich jetzt gerade mal aus dem Weg räumen will. Sieh mal an, wie wir da haben. Kluges Kerl. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Den lasse ich dir. Steck die Waffe weg. Ich gönne dir jetzt in Ruhe. So. Ich werde mich jetzt hinlegen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Macht's gut.